Hallo zusammen, willkommen bei Puzzletraum. Ihr kennt das schon, dies ist eine Dauerwerbesendung. Ja, und damit starten wir direkt mal durch. Denn ich habe mal wieder Puzzle bestellt für mein Lager. Ja, ich habe diesmal in Holland bestellt, bei meinem Großhandel dort. Ja, und die haben diesen Monat so eine Aktion gehabt. Ja, da waren die ganzen Puzzle, die eh schon günstig sind, nochmal um 50% gesunken. Das heißt, ich habe die wirklich für einen Schnapper da gekauft. Die hatten da nicht sehr große Auswahl an Puzzle, die ich da aussuchen konnte. Aber ich habe mir dann davon einfach ein paar mehr bestellt. Das bedeutet, 2000er Puzzle wirklich für ganz, ganz kleines Geld. Jetzt nicht von Ramsburger. Aber die habe ich mir dann öfters gekauft und... Wir schauen einfach mal rein. Ich habe mal wieder ein riesen Paket bekommen. Ich habe 39 Puzzle bestellt, aber es wiederholen sich ein paar, weil, wie gesagt, die Auswahl war nicht so ganz groß. Aber für das Geld habe ich dann einfach mehrere von einem Puzzle gekauft. Und ja, wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen, oder? Genau, legen wir mal los. Und wir fangen einfach mal an mit, die bestelle ich ja auch mal gerne, weil die Qualität ist davon so gut. Ich stelle mal hier meinen guten Kevin mal zur Seite, weil wir brauchen mal wieder Platz. Genau. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier vom Falcom Puzzle. Die liegen ja mittlerweile immer so zwischen 13, 20 Euro, irgendwie sowas, die 1000er Puzzle. Ja, und die sehen so aus. Und ich habe diese, ich sag's reduziert ohne Ende. Ich habe sie fast geschenkt bekommen. Also ich glaube, die Mehrwert, ach, die Versandkosten waren bald teurer als die Puzzle selber. Dann habe ich mir bestellt hier, davon habe ich schon einige. Soll ich euch den Preis davon mal sagen? Das ist jetzt von Clement Toni, hier Haus des Geldes. Davon habe ich mehrere, glaube ich, bestellt. Zwei Stück. Davon waren auch dann nur noch zwei Stück da an Anzahl, sonst hätte ich davon mehr gekauft. Habe ich dafür 1,65 Euro bezahlt? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie sowas um den Dreh. Kann man nichts zu sagen, oder? Genau, ja. Ich finde, das Cover sieht eigentlich ganz nett aus, oder? Klasse. So, machen wir mal weiter. Von Clem und Toni waren eh so viele Angebote. Davon habe ich sehr viel gekauft. Dann 1000, ja, machen wir die 2000er. Davon habe ich zack und massig gekauft. 2000er Puzzle. Sieht doch geil aus, oder? Die Tower Bridge ist das, ne? Tower Bridge, ne? Ja, England. Tower Bridge, ja, genau. Davon habe ich bestellt, ich glaube, 7 oder 8 Stück. Die waren, hätte ich das eher gewusst, hätte ich auch, es war nicht mehr so viel da. Ich glaube, das habe ich 7 Mal bestellt, die Tower Bridge 2000. Ich musste eben einmal hier ein bisschen krabbeln. 1, 2, 3, 4, ein schönen Golden, oder? Seht ihr das? Könnt ihr das so erkennen? Sieht doch geil aus, oder? Da haben wir jetzt 4, 5, 6. Und 7. Ich weiß nicht, ist. Auch guck mal hier. Wenn sowas zum Beispiel passiert, das muss ich mal kurz aussortieren. Das sind zum Beispiel Transportschäden. Wenn so, das habe ich öfters in diesen Paketen. Transportschäden, das bedeutet, dass diese Puzzle, könnt ihr jetzt erkennen, hier oben kaputt sind. Die kann ich ja nicht verkaufen bei Amazon, eBay oder Kaufland. Die kann ich dann nur als zweite Wahl verkaufen. Das bedeutet. Die lege ich zur Seite und es kommt ja auch Laufkundschaft ab und zu nach hier hin und dann für schmales Geld, fast zum Einkaufspreis oder ein bisschen verdiene ich schon dran, ja, verticke ich die dann. Weil ich könnte da jetzt, wenn zum Beispiel mehr passiert, also wenn mehrere Puzzle beschädigt sind, sagen wir mal, ab 5 Puzzle, dann kann ich da hinschreiben und ein Foto hinschicken und sagen, ja hier, bitte erstatten, ja, dann kriege ich das Geld von diesem Puzzle wieder. Aber bei einem Puzzle mache ich das nicht. Und gerade bei den für das Geld, was ich dafür bezahlt habe, mache ich es dreimal nicht. Genau. Dann habe ich diese 1500, ich muss ein bisschen kabbeln hier. Die 1500er Teile, die sind immer so schnell weg. Auch wieder die, wieder Tower Bridge, ne? Nur nicht in golden, sondern, oh, fahren wir hier nicht rüber, Puzzle. So. Ne, gucken, wie oft habe ich das? Das habe ich jetzt 4-mal da? 4-mal da. Okay, das ist das Puzzle. Und Clementino ist ja okay von der Qualität. Alles okay. Kann man ordentlich puzzeln.
Und ich habe zu wenig 1500er und 2000er Puzzle hier. Wenn ich die habe, sind die meistens so schnell weg. Und meistens habe ich hier nur noch 1000er Puzzle. Und das ist irgendwie... Bin ich jetzt froh, dass ich mal davon weg habe. Aber ich habe hier Haus des Geldes doch noch einmal. Aber das ist ein anderes Cover. Das habe ich auch noch zweimal bekommen. Preis ist ja gleich. Alles okay, oder? Aber ich glaube, sowas zu puzzeln ist gar nicht so einfach. Nur rot und grau. Aber wer Spaß hat, will. Viele sind davon Fan und puzzeln das, hängen sich das schön im Wohnzimmer auf. Alles gut. Dann haben wir 500 Puzzleteile von Harry Potter. Harry Potter darf nicht fehlen. Na Quatsch, Harry Potter ist das gar nicht. Das habe ich mich vertan. Das ist von der Serie Peaky Blinders. Ist, glaube ich, auch eine Netflix-Serie, oder? Oder Amazon-Serie. Da bin ich jetzt... Ich kenne die Serie, ich habe sie nie geschaut. Weiß nicht. 1,50. Keine Ahnung. Das nimmt man sich dann mit, bestellt man mit. Dann habe ich ganz komische Puzzle mal gesehen. Die haben da wirklich oft ein Apfel und Ei gekostet. Das sind solche Sachen hier. Die haben Rahmen. Das bedeutet hier so ein Kicker. Könnt ihr es erkennen? Das ist auch von Clementoni. Und ja, aus diesem Karton kann man Rahmen puzzeln. Und dann kann man sich das dann... Seht ihr das? Dann könnt ihr das so aufhängen. Sieht da auch geil aus, oder? Hammer. Ja, im Hintergrund geht schon wieder Telefon. Aber das lassen wir jetzt nochmal, die Kicker. Dann haben wir hier so einen Mann auf Skateboard. Wer es mag, alles gut. Direkt mit Rahmen, alles schön. Dann machen wir weiter. Dann haben wir natürlich Jan von Hesterson oder Hestern Puzzle. 2x1000 Teile. Das sind diese Comic Puzzle. Davon habe ich 3 Stück von dieser Sorte. Das ist ja, das sind ja diese Comics, diese Puzzle mit diesen Comic-Motiven, wo man hier drin so eine Haiflosse suchen kann. Irgendwo hat ein Puzzle immer diese Haiflosse. Schön, oder? Alles gut. Die laufen auch ziemlich gut. Davon gibt es auch viele Sammler. Und dann habe ich nochmal, gucken wir nochmal rein, Jan von Hesteren. Nochmal 1000 Teile Puzzle. Und die sind ja auch schweineteuer. Liegen ja auch immer so bei 20 Euro, jetzt gerade zur Weihnachtszeit sowieso. Wirklich. 5 Euro? Alles gut. Ja, ist mehr was für Fans. Ich habe davon noch keins gepuzzelt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer es bis jetzt gepuzzelt hat in meiner Bekanntschaft. Ich habe es irgendwie noch nie fertig gesehen. Also falls ihr dieses Video seht und ihr habt irgendwie so ein Puzzle gerade davon gemacht und fertig gemacht, schickt es mir doch einfach mal rüber und zeigt mir das Bild doch einfach mal. Würde mich interessieren, würde ich dann eventuell auch in meinem nächsten Video einmal zeigen. Und dann haben wir, ja siehst du, und dann haben wir sowas hier. Das sagte mir gar nichts. Das musste ich auch erst googeln. Dies ist glaube ich leicht beschädigt. Das hier nochmal Transportkosten. Das kann ich nächstes Mal einmal auspacken und mal die Qualität davon prüfen. Das könnte ich als nächstes Video mal machen, weil ich kenne den Hersteller, ist White Goblin Games. Okay, unbekannter Hersteller für mich erstmal. Ist so Fantasy. Und da werde ich auf jeden Fall reinschauen und werde mir die Qualität anschauen. Das machen wir dann zusammen. Das wird dann, ja, das Video wird dann in 4 Wochen so erscheinen. Oder 3 Wochen. Ihr wisst, ich mache immer jeden Monat ein Video. Und damit passt das eigentlich immer ganz gut. Lege ich mal zur Seite. Das werden wir auf jeden Fall die Qualität prüfen. So, dann haben wir noch ein ganz kleines Puzzle. 1000 Teile in dieser kleinen Kartonform. Was haben wir hier? Koffer. Koffer. Ich weiß nicht, habe ich das bestellt oder war das ein Werbegeschenk dazu? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist auch dabei. 1000 Teile. Ja, und nicht zu trotz muss ich natürlich auch noch kaufen. So kleine Pferdchen, die war, weiß ich, 20 Cent gekostet oder so. Ich fand sie irgendwie cool. Die habe ich einmal im Großhandel dann mitbestellt. Einmal in lila, einmal noch in pink. Die werde ich dann wahrscheinlich, ja, wenn einer Puzzle bestellt, einfach irgendwie kurz dabei legen als kleines Werbegeschenk. Warum nicht? Oder falls Leute hier hinkommen. Es kommen natürlich auch viele Leute hier hin mit Kindern.
die sich auch diese Kinderpuzzle dann kaufen und dann kann man den Kindern eben sagen, komm, hier kriegst du ein Pferdchen dabei, dann freuen die sich. Und nicht, wenn es gerade Jungs sind, aber die Mädels würden sich über diese Pferde dann eben freuen. Ja, das war's. Ja, Karton ist leer. Ich sag, eine kleine Ausbeute, die hatten nur diese Puzzle im Angebot. Die waren wirklich derbe reduziert und die habe ich dann einfach mal bestellt in den Mengen, die sie da hatten. Und alles gut, ich werde sie jetzt bei Amazon reinstellen gleich, werde sie dann verkaufen. Und falls ihr euch fragt, ja, wo kann ich denn diese Sachen kaufen, wo gibt es da einen Laden, das wurde ich schon oft gefragt. Ich werde es unten in der Videobeschreibung einmal mal verlinken, dann könnt ihr bei Kaufland, bei Amazon, seid ihr noch auf meiner Seite, dann könnt ihr einmal bestellen. Ihr könnt mich auch da vorher ja einmal anschreiben, ob man da vielleicht noch irgendwelche Prozente kriegt, das ist alles kein Problem. Ihr wisst, dies ist eine Dauerwerbesendung, ich kann das einfach mal machen so. Und genau, ich kann es euch dann einmal verlinken. So, machen wir das einfach mal. Und weil es auch nicht bei mir kauft, ist auch nicht schlimm. Es gibt auch überall, ich sag immer, Puzzle müsst ihr in Internet einfach mal durchstöbern. Da auf Angebote, kauft bloß keine Puzzle überteuert. Schaut nach, geht irgendwie auch mal gerne in einen, ihr müsst nicht immer online bestellen, weil man kann auch schön in einen Spielzeugladen reingehen und da mal ein Puzzle kaufen, weil Einzelhandel muss auch laufen, es geht nicht alles nur online und dann kann man auch mal einen Euro mehr bezahlen dafür. Es ist klar, dass es ein Einzelhandel teurer ist als ein Internet, aber auch diese Leute müssen unterstützt werden, da bin ich ganz ehrlich, diese Leute leben davon und gerade zur Weihnachtszeit. Ich weiß, jeder muss gucken, wo man bleibt, aber wenn man, sagen wir mal, ein Puzzle statt 10 Euro, 12 Euro bezahlt in Einzelhandel, dann ist das einmal so und dann ist das auch okay, würde ich mal sagen. Ja, das war jetzt alles so meine Meinung. Ich habe euch gezeigt, was ich neu bekommen habe. Ich habe Lust auf mehr Videos. Ich werde noch natürlich die Qualität nochmal hiervon vergleichen und so einiges. Da wird noch einiges kommen an Videos. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Es ist Winter. Setzt euch zusammen, am besten mit einem Partner oder zu zweit oder mit den Kindern. Puzzelt ein schönes Puzzle. Oder auch alleine ein Puzzle machen. Einfach mal zur Ruhe kommen von dem Arbeitsstress oder dem privaten Stress. Einfach mal zur Ruhe kommen. Die Seele bäumeln lassen und schön puzzeln. Kann man so machen. Genau. Ja, das war's von meiner Seite her. Wünsche euch alles Gute und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.